einmal. Es war einmal. Es war einmal. Es war einmal. So beginnen alle Märchen. Und so auch die Geschichte der Zauberflöte. Es war einmal ein uralter, verwunschener Wald, in dem lebten Tausende, ach was, hunderttausend verschiedene Vögel. Kleine, große, langsame, schnelle, zwitschernde, krakelende, pfeifende, trillernde. Und dieser hier, dieser faule Kerl hier, das ist mein Freund Papageno. Eigentlich ist er ja ein Vogelfänger. Aber heute sieht er aus eher wie das schläfrigste Faultier hier im Wald. Eigentlich müsste er ja Vögel fangen für seine Herrin, die sternflammende Königin. Was? Die kennt ihr nicht? Doch, ihr habt schon mal... Genau, für die anderen. Dann seid ihr nicht froh, dass ihr sie noch nicht so kennt. Sie nennt sich zwar Königin, aber ich würde eher sagen, dass sie eine alte, gemeine Zauberin ist. Ja. Passt bloß auf. Gebt bloß Acht, falls ihr sie seht. Sie hat nämlich große Zauberkräfte und verwandelt euch schnurstracks in... Oh. Still, still. Ich höre was. Kommt sie da etwa? Ja. Nein, leider. Das ist doch nicht die Königin. Etwas schöner ist sie schon. Den jungen Mann, den ihr hier seht, das ist Tamino, ein Prinz aus einem fernen Land. Er scheint sich verirrt zu haben. Oh nein. Oh nein, und in diese Richtung sollte er gewiss nicht gehen. Halt! Halt! Dort hinten lauert ein Ungeheuer! Halt! Papageno, hilf ihm! Ich? Ich bin doch nicht lebensmüde. Geh du doch! Lass uns besser verstecken. Thank you.
Foto für euer. Lasst die Brötchen in Frieden. Ich brauche ihn im Leben. Das war sie. Die Königin. Sie hat den Prinzen gerettet. Oh, da hat sie zur Abwechslung ja mal was Gutes getan. Papageno, sieh nach, wie viele Knochen des Prinzen gebrochen sind. Und das Ungeheuer ist tot. Nun komm, mach. Angsthase. Du setzt immer eine ganz große Klappe. Hey, hast du mich gerettet? Hast du das Untier besiegt? Ja, na klar. Sieh dir diese Muskeln und meine rechte und meine linke und diese Feinarbeit. Und dann habe ich das Ungeheuer gepackt und geschleudert und... Papageno, du lügst. Oh, die bekommt aber auch alles mit. Wer bist du? Was tust du? Thank you.
kompliziert machen muss. Ihr habt sicherlich kein Wort verstanden, oder? Ja. Ihr habt verstanden? Also, für mich war das manchmal so ein bisschen komisch. Also, vielleicht für die, die es nicht verstanden haben, um die Sachen kurz zu machen. Also, die Königin hat eine Tochter, Pamina. Das Problem, sie ist verschwunden. Die Lösung. Tamino soll sie finden. Tamino. Und zur Belohnung darf er sie heiraten. Ich darf auch helfen. Da tut sich was. Die Dienerin der Königin. Sie hat Geschenke mitgebracht. Pam. Nein, nicht für uns, Papageno. Wow! Ein Bild von Tamina. Pamina. Oh. Und sie rechts. Eine Zauberflöte. Sie soll Tamino auf seinem gefährlichen Weg begleiten und beschützen. Papageno, was ist mit dir? Wirst du deinen neuen Freund begleiten? Gefährlich, das ist nichts für mich. Da bleibe ich lieber bei meinem Amsel, Ruhekirchen, Drosseln und Finken. Drosseln und Finken. Und wenn du, vielleicht findest du ja auf eurer Reise auch ein Weibchen. Eine Papagena. Da sieht die Sache ja schon ganz anders aus. Eine Papagena. Tamino, warte, ich helf dir, denk an